Lieber Sucher nach der unendlichen Wahrheit, lege dich entspannt auf den Rücken. Diese Übung ist ausgezeichnet dafür geeignet, vor dem Einschlafen ausgeübt zu werden. Du kannst sie natürlich auch jederzeit tagsüber auf einem Stuhl sitzend vor einer Kerze ausüben. Lege dich also ganz ruhig und entspannt auf den Rücken und atme tief und gleichmäßig ein und aus. Achte darauf, möglichst tief, noch etwas tiefer einzuatmen und möglichst langsam auszuatmen. Und während du so ruhig und gleichmäßig atmest, stelle dir vor, dass du an einem strahlenden Sonnentag auf einer grünen Wiese liegst. Rieche den Duft des frischen Grases um dich herum. Höre das Summen der Bienen und blicke empor zum strahlend blauen Himmel, in welchem dir eine leuchtende Sonne ihre milden Strahlen sendet. Fühle dich ruhig und entspannt und beobachte nun, während du einatmest, wie tiefer Frieden in dich eindringt, tiefer, unendlicher Friede. Und wie dich beim Ausatmen alle Sorgen und jegliche Unrast verlassen. Atme tiefen Frieden ein und atme alle deine Sorgen aus. Frieden ein und jegliche Unrast aus. Fühle, wie dieser Friede immer tiefer in dich eindringt, bis er dich vollkommen ausfüllt und umhüllt. Atme Frieden ein und jegliche Unrast aus. Und fühle nun, wie du selbst immer mehr zu diesem unendlichen Frieden wirst. In dir existiert nichts anderes mehr als Frieden. Es gibt weder ein Gestern noch ein Morgen, sondern nur noch die Gegenwart jenes unendlichen Friedens, in welchem du dich nun immer mehr ausweitest, ganz
zum Frieden geworden. Blicke nun empor zu jener milden, strahlenden Sonne. Und während du direkt in jenes angenehme Licht blickst, konzentriere dich auf den Scheitel deines Kopfes und beobachte, wie ein goldener Strahl von jener Sonne zum Scheitel deines Kopfes fließt. Und wiederhole das Mantra Supreme, Höchster. Beobachte nun, wie aus jener Sonne ein violetter Lichtstrahl direkt zu deinem dritten Auge fließt, welches sich zwischen und etwas oberhalb von deinen Augenbrauen befindet. Und wiederhole das Mantra Om. Oh.
Beobachte nun, wie von der Sonne ein blauer Lichtstrahl zum Energiezentrum deines Halses fließt und wiederhole das Mantra Ham. Nun siehst du, wie ein grüner Lichtstrahl direkt in dein spirituelles Herz in der Mitte deiner Brust fließt und du hörst das Mantra Yam. Ein gelber Lichtstrahl fließt nun in dein Nabelzentrum, während du das Mantra Ram wiederholst. Einen orangenen Lichtstrahl direkt von der Sonne auf eine Stelle etwa eine Handbreit unterhalb deines Nabels fließen und wiederhole das Mantra Vam.
Du siehst nun einen roten Lichtstrahl ab zum Fuße deiner Wirbelsäule fließen und hörst das Mantra Lam. Genieße nun die Ausgeglichenheit deiner Energiezentren und kehre mit deiner Konzentration zurück zu deinem Herzzentrum. Fühle den tiefen Frieden in dir, während du deine Aufmerksamkeit immer tiefer in dein spirituelles Herz lenkst. Und atme nun in dieses Herz, helles, unendliches Licht, welches du direkt von der Sonne über dir erhältst, ein. Fühle, wie dieses Licht jeder deiner Zellen durchdringt, wie es dich vollständig erfüllt und erleuchtet. Fühle, wie jener Friede in dir erleuchtet wird, wie jenes Licht sich immer stärker in dir ausbreitet, bis du nur noch Frieden und Licht bist, ein Wesen des Unendlichkeitslichtes. Und inmitten jener unendlichen Erleuchtung, inmitten jenes Unendlichkeitsherzes, siehst du nun eine wunderschöne Blume erblühen. Rieche ihren zauberhaften Duft. Siehe, wie diese Blume allmählich erblüht und sich selbst in jene Unendlichkeit hinausweitet. Eine Blüte des Friedens und des Lichtes.
wie sie ihre Blütenblätter weit öffnet und immer stärker der Unendlichkeit hin entgegenstreckt. Und siehe nun inmitten jener unendlichen Blüte das schönste goldene Kind, das du jemals in deinem Leben gesehen hast, welches dir sein zauberhaftestes Lächeln schenkt was du noch niemals gesehen hast. Erwidere dieses Lächeln und erkenne, dass du selbst dieses Kind im Herzen der Unendlichkeit bist. Werde in jenem Lächeln eins mit dem Kinde in dir. Und somit eins mit dem Kinde in jeglicher Schöpfung.